UN-Bericht über 100.000 Menschen in Sudan durch Hochwasser obdachlos, die Situation im Sudan ist nach wie vor äußerst besorgniserregend. Der seit 2023 andauernde Krieg hat bereits zu massiven humanitären Krisen geführt, und die jüngsten schweren Unwetter verschärfen die Lage weiter. Laut einem aktuellen Bericht der Vereinten Nationen sind mehr als 100.000 Menschen durch Hochwasser obdachlos geworden. Diese Naturkatastrophen kommen zu den bereits bestehenden Herausforderungen hinzu, die durch den Konflikt verursacht wurden. Die Überschwemmungen haben nicht nur die Lebensgrundlage vieler Menschen zerstört, sondern auch das Risiko für Krankheitsausbrüche erhöht. In solch unsicheren Zeiten ist der Zugang zu medizinischer Versorgung und Nahrungsmitteln stark eingeschränkt, was die ohnehin schon angespannte Situation weiter verschärft. Die internationale Gemeinschaft wird aufgefordert, dringend humanitäre Hilfe zu leisten und Maßnahmen zu ergreifen, um die betroffenen Menschen zu unterstützen und die Auswirkungen des Krieges sowie der Naturkatastrophen zu lindern.